بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Das heutige Kapitel, liebe Geschwister, wir haben heute vor, zwei Kapitel zu machen. Und da wir morgen alle frei haben, alhamdulillah, hat keiner die Ausrede zu sagen, er muss früher gehen. Okay? Und genau nach dem ersten Kapitel machen wir dann eine kleine Pause. Also werdet ihr ungefähr sehen, wie lange wir machen. Also, das heutige Kapitel lautet Babun Maja'a fir Riya. Also das Kapitel lautet, was über Riya, über die Augendienerei überliefert worden ist. Und das Wort Augendienerei bedeutet, wie der Name auch sogar im Deutschen hergibt, man dient praktisch, wortwörtlich, man dient den Augen anderer Menschen. Man macht etwas, um von anderen Leuten gesehen zu werden. Das bedeutet Ar-Riya. Und darüber hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesprochen und darüber hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch im Koran, in der Sunna gesprochen. Und der Autor hat uns nicht verraten, was das Urteil darüber ist. Das überlässt er dann den folgenden Ayat aus dem Koran oder den folgenden Hadithen oder beziehungsweise demjenigen Gelehrten, der diesen Text auslegt. Zunächst einmal Ar-Riya. Ab jetzt verwende ich den Begriff, den arabischen Begriff Ar-Riya, auf Deutsch wie gesagt die Augendienerei. Das Urteil darüber ist, dass Ar-Riya die kleine Form des Schirk ist. Ar-Riya ist die kleine Form von Ash-Shirk. Man beabsichtigt nämlich in dem Gottesdienst, den man verrichtet, nicht Allah subhanahu wa ta'ala alleine, sondern neben Allah noch jemand anderes, mindestens eine andere Person oder eine andere Sache dazu. Und insofern kann diese Absicht, die man hat, sogar zum großen Schirk führen, wenn man diesen Gottesdienst, also wie wir gleich sehen werden, zum Beispiel komplett für jemanden anderes verrichtet als Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Die zweite Sache ist, die uns interessiert in Bezug auf Riya ist, wenn man in seiner Absicht Riya hat, ist dadurch die Ibadah ungültig? Ist dadurch die Ibadah, der Gottesdienst, den man verrichtet, ungültig? Das kommt drauf an. Die erste Situation ist, dass man eigentlich die erste Situation ist das folgendes: Man betet, um von den Menschen gesehen zu werden. Wer so etwas tut, dessen Gottesdienst ist vollkommen ungültig, weil dies ist selbstverständlich eine Form von Ashirk und dadurch wird eben der Gottesdienst ungültig, wie die Beweise gleich darauf hinweisen werden. Aber noch eine kleine Sache möchte ich sagen zu dem Begriff Schirk. Das ist ein ganz einfacher Begriff, der ganz einfach zu verstehen ist. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmte Rechte, ja, bestimmte Dinge, die nur ihm zustehen. Und wenn du jetzt sagst, dieses Recht gibst du nicht Allah, sondern jemand anderes, oder du sagst, dieses Recht gebe ich zum Teil Allah und zum Teil jemand anderes, dann nennt man das auf Deutsch eben Teilhaberei. Ja? Das ist eben genau die Sache, du machst Allah subhanahu wa ta'ala zu einem Teilhaber, auf Arabisch zu einem Sharik. Sharik. Ja? Und deswegen muss man wissen, welche Dinge Allah subhanahu wa ta'ala alleine zustehen, und allem voran das Wichtigste für uns und der Hauptgrund, warum Allah subhanahu wa ta'ala die Gesandten geschickt hat, ist wegen, damit die Gottesdienste nur für Allah subhanahu wa ta'ala alleine verrichtet werden. Also wenn jemand von Grund auf die Absicht hat, einen Gottesdienst zu verrichten für jemand anderes als Allah, dann der Gottesdienst von Grund auf auch also ungültig. Die zweite Situation ist, dass man eigentlich den Gottesdienst für Allah subhanahu wa ta'ala verrichtet. Aber irgendwann mal mitten im Gottesdienst verändert sich langsam die Absicht. Durch irgendetwas, was passiert. Zum Beispiel Leute, die dich sehen, oder Lob, den du hörst, oder etwas anderes. Ja? Dadurch kann es passieren, dass die Absicht, du kannst ja deine Absicht verändern während des Gebetes oder während irgendeines Gottesdienstes.
sodass der Ikhlas eben nicht mehr hundertprozentig für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Ist jetzt der Gottesdienst von Grund auf ungültig? Das kommt darauf an. Es kommt darauf an, ob der Zeitpunkt, bei dem du jetzt deinen Gottesdienst, deine Absicht verändert hast, ist dieser zweite Teil, wir teilen es in zwei Teile einfach. Ja? Der erste Teil des Gottesdienstes, der war nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Und der zweite Teil des Gottesdienstes ist jetzt also leider nicht nur für Allah, sondern auch für andere dazu. Dann kommt es jetzt darauf an, dieser zweite Teil, ist er abhängig vom ersten Teil oder ist er nicht abhängig vom ersten Teil? Wenn der zweite Teil unabhängig ist vom ersten Teil, ich werde gleich ein Beispiel dafür geben, was das bedeutet. Wenn der zweite Teil des Gottesdienstes unabhängig ist vom ersten Teil, dann ist der erste Teil, gültig und der zweite Teil ungültig, wegen dem Schirk. Ein Beispiel dafür ist, wenn jemand spendet und sagt zum Beispiel, ich habe 100 Euro und möchte 100 Euro spenden, und die ersten 50, die er gespendet hat, die waren für Allah subhanahu wa ta'ala ganz allein, und dann die zweiten 50, da hat er leider zum Beispiel Lob bekommen von den Leuten, während der Sadaqa gibt, und dann ändert sich seine Absicht und dann sind natürlich die letzten 50 werden von Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt nicht mehr angenommen, weil er eben Allah subhanahu wa ta'ala zum Teilhaber gemacht hat, zum Sharik gemacht hat. Ja? Übrigens, Sharik auf Arabisch bedeutet auch Geschäftspartner. Ja? Also derjenige, der mit dir dein eigenes Geschäft teilt, das ist dein Sharik. Ja? Du bist praktisch ein Sharik in diesem Geschäft mit deinem anderen Teilhaber. Ja? Also es ist eben eine Sache, wie auf was eben drauf ankommt. Es kommt auch eben auf was sich bezieht. Wenn es um Allah subhanahu wa ta'ala geht, ist es die schlimmste Sünde, die es überhaupt gibt. Ansonsten in unseren Dunya-Angelegenheiten ist es eine Sache, die es sehr häufig gibt. Ja? Mehrere Leute besitzen ein Haus, das sind alles dann Shuraka. Das sind alles Teilhaber, weil sie besitzen alle das Haus zum Teil. Ja. Jetzt aber die zweite Situation, wenn der Gottesdienst, der zweite Teil des Gottesdienstes, ich habe ja gesagt, was ich mit dem zweiten Teil des Gottesdienstes meine, ja, das heißt, ab dem dann der Absicht sich langsam verändert hat, wenn er abhängig ist vom ersten Teil, was ist dann der Fall? Dann, liebe Geschwister, kommt es drauf an. Jedem von uns kann es passieren und passiert es, dass er während dem Gottesdienst der Shaitan einem einflüstert und sagt, verschönere deine Stimme, bete schöner, betet langsamer, damit die Leute sagen, Mashallah, der betet wie ein Gläubiger und so weiter und so fort. Ja. Jetzt aber diese Einflüsterung des Satans, diese Wasawis, die müssen sich ja nicht unbedingt im Herzen festsetzen. Ja. Die müssen sich nicht im Herzen festsetzen, sondern es spielt sich alles noch im Kopf ab. Ja. Und der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sagte, Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'amal Allah hat meiner Ummah, meiner Gemeinde alles vergeben, solange sie das, was sie also vorhaben, in sich selbst hegen, also darüber nachdenken, ist nur nicht, und dann sagt er, solange sie das, worüber sie eben nachdenken, nicht in die Tat umsetzen oder darüber sprechen. Ja? Also gemeint darüber sprechen, das heißt, Sünden sind zweierlei. Entweder Sünden tut man mit der Hand zum Beispiel, oder man kann Sünden auch aussprechen. Ja, wenn jemand anderes zu Unrecht beleidigt, dann ist eine Sünde. Und solange man aber nur das daran denkt und das nicht umsetzt und den Leuten die andere Person wirklich beleidigt, dann wird natürlich einem die Sünde nicht aufgeschrieben. Und wenn man sogar das für sich behält und nicht die Sünde spricht, dann wird einem sogar eine gute Tat aufgeschrieben. Also genau umgekehrt. Ja. Und jetzt ein Beispiel dafür. Jemand betet, jemand verrichtet ein Gebet und hat zwei Raka'at verrichtet, zwei Gebetsabschnitte, zwei Gebetssequenzen verrichtet für Allah subhanahu wa ta'ala ganz allein, hat also Allah nicht zum Teilhaber gemacht, in keinster Weise, aber dann ab der zweiten Raka'a spürt er jetzt langsam, dass irgendwie seine Absicht, jemand will, dass seine Absicht sich jetzt langsam verändert. Und Alhamdulillah, der Gläubige merkt das, weil jeder Gläubige, wenn er dann kurz darüber nachdenkt, weiß er, wenn ich jetzt den Gottesdienst nicht mehr für Allah ganz alleine mache, da kann ich auch mein Gebet gleich abbrechen und weggehen. Da brauche ich nicht weiter beten. Dann ist es ja nur eine Sache von Bewegung. Und im Gegenteil, nicht nur das, sondern du wirst auch noch dafür zur Rechenschaft gezogen, wenn du die Absicht verlierst, nur für Allah das zu machen. Ja?
Aber wenn jetzt diese Gedanken kommen und man wehrt sie ab und man kämpft gegen sie an, das beeinflusst die Gültigkeit des Gebetes in gar keinster Weise. Ja? Weil das sind Einflüsterungen des Shaitan, die üblich sind. Die zweite Situation ist allerdings, wenn man dann seine Absicht tatsächlich verändert, sich diese falsche Absicht im Herzen manifestiert und dann natürlich selbstverständlich ist der, in diesem Fall der gesamte Gottesdienst, ungültig, weil wir ja gesagt haben, dass der zweite Teil des Gottesdienstes abhängig ist von dem ersten Teil. Ja? Ein Gebet, das aus 4 Rakaat besteht, da ist nicht so, dass 2 gültig sind und 2 nicht, sondern entweder dein Gebet ist an sich gültig oder es ist nicht gültig. Und wenn es gültig ist, gibt es natürlich Stufen der Vollkommenheit. die dritte Situation ist, du verrichtest ein Gebet oder irgendeine Ibadah, egal welche, und nach dem Taslim zum Beispiel kommen diese Einflüsterungen. Die Einflüsterungen nach dem Taslim, das heißt, dass der Shaitan zum Beispiel dir sagt, vielleicht hast du es nicht für Allah gemacht, ja, oder ähnliches, sie haben überhaupt keinen Einfluss auf die Gültigkeit des Gottesdienstes, weil es ja eben nach Ende des Gottesdienstes erst gekommen ist. Manche Gelehrten machen allerdings eine Ausnahme, und zwar sie sagen, wenn man Vorhaltungen macht oder andere Leute kränkt beim Spenden, da ist es eben so, dass auch der Gottesdienst hinterher noch ungültig werden kann. Ja? Aufgrund der Ayah, die Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Baqarah, im Vers 264, sagt er, Ya ayyuhalladhina amanu, o die ihr glaubt, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Das heißt, macht eure eigenen Spenden nicht durch Vorhaltungen und durch Kränkungen zunichte. Und Vorhaltungen, haben wir gesagt, das bedeutet, dass immer eine Person, immer wenn sie etwas hergibt, eine Sadaqa gibt, eine gute Tat macht, ich meine jetzt speziell Sadaqa, weil es im Koran in diesem Vers so erwähnt ist, also jedes Mal, wenn er jemandem Geld gibt, der Vater seinen Kindern, der Vater seiner Ehefrau, ein Mensch, einen Armen, anderen und so. Jedes Mal sagt er dann ihm hinterher, aber denk dran, ich bin derjenige, der das gegeben hat. Oder wenn irgendwie ein Konflikt auftaucht, dann sagt er, ich bin doch derjenige, der dich die ganze Zeit versorgt hat, und die ganze Zeit dir Geld gegeben hat und jetzt benimmst du dich so. Ja? All diese Sachen, liebe Geschwister, das gehört zu den großen Sünden und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gewarnt davor und gesagt, dass so eine Person so etwas tut, das Paradies nicht betreten wird. Ja. Warum, kann man sich fragen, warum ist es so gefährlich? Und zwar, weil, jetzt kommen wir zum Thema Schirk zurück, weil Allah subhanahu wa ta'ala, er ist Al-Mannan. Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der diese Eigenschaft besitzt, Vorhaltungen zu machen. Allah sagt das im Koran deutlich, Balillahu yamunnu alaykum. Und zwar kamen einige Leute, die den Islam angenommen haben, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie es in Surat al-Hujurat offensichtlich bedeutet. Und sie haben zu ihm, also wie heißt es, also sozusagen sich bei ihm quasi bedankt dafür, dass er sie zum Islam geleitet hat und so weiter und so fort. Und dann sollte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm sagen, Balillahu yamunnu alaikum. Vielmehr ist es Allah, der euch gegenüber diese Sachen vorhält, dass er derjenige ist, der das gemacht hat. Also nicht bei ihm bedanken, sondern bedankt euch bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn man jetzt diese Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala streitig macht, was heißt das? Indem man sagt, ich bin jetzt auch jemand, der Folterung macht. Allah macht das, ich mache das auch. Da hast du dich selbst zum Teilhaber gemacht, neben Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist es so gefährlich und deswegen ist auch die Sache mit Al-Kibr, ihr kennt den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Jemand, der in seinem Herzen auch nur Überheblichkeit im Gewichte eines Stäubchens hat, wird nicht ins Paradies eingehen. Ja? Weil diese Sache von Stolz und anderen sagen, dass man gewaltiger ist und besser ist und so fort, das ist eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala ganz alleine. Allah hat sich selbst genannt im Koran Al-Mutakabbir, ja, oder Al-Kabir, Al-Muta'al. Ja, also das ist eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn jemand jetzt selbst überheblich wird, macht sich selbst zum Teilhaber mit Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Eigenschaft. Und das ist der Schirk. Und das ist der Schirk schlechthin. Ja.
Was allerdings nicht zum Riya gehört, Alhamdulillah, ist zum Beispiel, wenn du Ibadat verrichtest, und Riya gehört, Alhamdulillah, ist zum Beispiel, wenn du Ibadat verrichtest und dann, wie heißt es, die Leute davon erfahren, ja, die Leute davon durch irgendeinen Zufall erfahren, oder zum Beispiel im Tarawih-Gebet, die sehen, du bist immer anwesend, und dann freust du dich, dass die Leute erfahren haben, dass du gebetet hast. Ja, das, Alhamdulillah, hat nichts damit zu tun, weil, unter anderem, wie gesagt, weil es ja auch erst nach dem Gottesdienst stattgefunden hat und nicht vorher. Ne? Solange du während der Ibadah den Ikhlas hast, dann danach wird diese Tat, inshallah, nicht mehr ungültig gemacht, außer in diesem einen Fall, den wir über das Sadaqat erwähnt haben. Dann gehört auch nicht zum Ar-Riya, dass der Mensch selbst sich darüber freut, über die Ibadat, die er gemacht hat. Ja? Weil der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sagte: Man sarratu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu, fadhalika al-mu'min. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam: Derjenige, der durch seine eigene gute Tat sich freut oder glücklich wird, und derjenige, der betrübt wird, also traurig wird, durch seine eigene schlechte Tat, die er getan hat, das ist der gläubige Mensch. Ja? Also der gläubige Mensch freut sich darüber, dass er einen Gottesdienst gemacht hat. Und hinterher sagt er sich selbst: Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala mich geleitet hat, dass ich diese Ibadah verrichtet habe. Und ihr wisst ja, je mehr man Allah dankt, desto mehr kriegt man von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und dieser Hadith, der ist bei Ibn Majah und bei Ahmad, der ist sahih. Und dann gibt es noch einen auch einen wunderbaren anderen Hadith. Und zwar wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt über Folgendes: er wurde darüber gefragt, wie ist es eigentlich, wenn andere Leute mich mögen, als Mensch mögen, wegen meinen Ibadat, die ich gemacht habe, weil ich ein gläubiger Mensch bin und gute Taten verrichte. Ja? Und da hat jetzt bei Muslim, und dann wurde der Prophet, da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt: Tilka ajilu bushra al-mu'min. Tilka ajilu bushra al-mu'min. Das bedeutet, dies ist eine vorgezogene Frohbotschaft für den Gläubigen. Dies ist eine voreilige Frohbotschaft für den Gläubigen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, durch solche Sachen sagt er dir praktisch schon im Diesseits, dass du im Jenseits inshallah zu den Gewinnern gehören wirst. Ja? Weil ihr wisst ja, dass wenn die gläubigen Menschen auf der Erde für einen anderen Gläubigen bezeugen, dass er auf dem richtigen Weg ist, ja? Äußerlich zumindest, ja? Dann sind das die Zeugen von Allah subhanahu wa ta'ala. Sie bezeugen, dass er auf dem richtigen Weg war. Und wenn das die gläubigen Menschen allgemein jetzt sagen, Alhamdulillah, so sind die Gläubigen, sind die Zeugen Allahs auf der Erde. Und deswegen, also wie gesagt, diese Sachen gehören nicht zum Riya dazu. Dann hat der Autor jetzt zum ersten, das war noch alles noch nicht zum Autor, der Autor hat nur den Titel genannt. Jetzt nennt er einfach eine Ayah aus dem Koran. Er sagt: Wa qawlullahi ta'ala, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid, faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im letzten Vers von Surat al-Kahf, er sagte: Sprich, o Muhammad, sprich, ich bin nicht mehr als ein Mensch wie ihr. Ich bin nicht mehr als ein Mensch so wie ihr, dem allerdings offenbart wird, dem Wahi gegeben wird, dass euer Gott ein einziger Gott ist. Wer also sich nach der Begegnung Oder wer also auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, wer also auf die Begegnung, auf das Treffen mit seinem Herrn hofft, der soll gute Werke tun und Allah subhanahu wa ta'ala in diesen Taten niemals zum Teilhaber machen. Ja, also noch einmal: Wer also auf die Begegnung von seines Herrn hofft, darauf hofft und sich darauf freut, seinen Herrn zu treffen, der soll gute Werke tun und Allah subhanahu wa ta'ala niemals in irgendeiner Ibadah zum Teilhaber machen.
Ja. Und ja, darüber sprechen wir nun. Was ist mit dem Treffen gemeint, mit der Begegnung des Herrn gemeint? Die Begegnung des Herrn, es gibt zwei Formen der Begegnung, die Menschen Allah subhanahu wa ta'ala treffen werden, mindestens. Die eine Form ist diejenige für jeden einzelnen Menschen, denn Allah subhanahu wa ta'ala, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wird mit jedem einzelnen Menschen sprechen, ohne dass zwischen ihnen beiden irgendwie ein Vermittler wäre. Ja? Dieses Treffen muss jeder Mensch, also da muss jeder Mensch durch. Aber das zweite Treffen, auf das die gläubigen Menschen hoffen, das ist wie gesagt ein Treffen der Zufriedenheit des Herrn, ein Treffen, das darauf hinweist, dass einem gut ergehen wird. Und deswegen haben manche Gelehrte, aus diesem Vers abgeleitet, unter anderem, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala, wie eben die Aqidah von Ahl Sunnah und Jama'ah ist, gesehen werden wird, und zwar von den gläubigen Menschen im Paradies, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es klar und deutlich uns mitgeteilt hat. Allah sagte, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, er soll gute Werke tun. Was ist ein gutes Werk, liebe Geschwister? Diese Frage, die eigentlich so einfach erscheint, aber so vielen Menschen so schwer fällt, sie zu beantworten, und noch schwerer fällt, sie in die Tat umzusetzen. Ja? Und um zu verstehen, was eine gute Tat ist, eine rechtschaffene Tat ist, wie Allah sie über den Koran erwähnt, müssen wir nur zwei Hadithe kennen. Der eine Hadith ist, innamal a'malu bin niyat. Die Taten sind gemäß den Absichten. Wenn du also die Tat für Allah gemacht hast, dann ist sie gut. Wenn du sie nicht für Allah gemacht hast, muss sie schlecht sein. Das ist die erste Grundvoraussetzung dafür, dass eine Tat gut sein kann. Ja? Zwei Leute, die machen genau das Gleiche. Der eine spendet und der andere spendet auch. Aber der eine spendet für Allah und der wird angenommen und Allah nimmt die Sadaqa von ihm an und vermehrt sie für ihn sogar und vergilt ihm sogar ein Vielfaches davon. Und der andere gibt diese Sadaqa nicht für Allah her, sondern von den Menschen gesehen zu werden und erhält im Jenseits gar nichts davon. Ja? Der zweite Hadith, wenn wir den auch verstanden haben, dann wissen wir, was eine gute Tat ist. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der erste Hadith ist der bekannte Hadith von Umar ibn Khattab, der erste Hadith bei Sahih al-Bukhari. Ja? Die Taten sind gemäß den Absichten. Das ist nur der erste Teil des Hadiths. Aber das ist entscheidend, okay? Und auch der Hadith auch bei Muslim. Aber jetzt, der zweite Teil ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan leysa alayhi amruna fahuwa radd. Man amila amalan leysa alayhi amruna fahuwa radd. Das bedeutet, wer etwas tut, was nicht zu unserer Sache gehört, so wird diese Sache verwiesen, verweigert, abgewiesen, verworfen. Ja? Das bedeutet, wer etwas tut, irgendeine Tat tut, man amila amalan, ein Amal ist eine Tat, ja? Wer eine Tat tut, die nicht zu unserer Sache gehört, die nicht zum Islam gehört, unsere Sache ist der Islam, die nicht zum Teil des Islam ist, so wird diese Sache verworfen, nicht akzeptiert. Ja? Und das ist andersrum, der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam in anderen Überlieferungen, wo er sagte, kullu bid'atin dalala, das heißt, jede Bid'a, jede neue Sache in der Religion ist ein Irrtum und jeder Irrtum führt zur Hölle. So. Und darüber sagte Abdullah ibn Umar radiallahu anhu arda, er sagte, kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana. Er sagte, jede neue Sache in der Religion ist ein Irrtum, auch wenn die Menschen der Ansicht sind, dass es etwas Gutes ist. Okay? So viel zu, weil manche Leute sagen, es gibt zwei Arten von Neuerungen, gute Neuerungen, schlechte Neuerungen. Hier hast du die Aussage von Abdullah ibn Umar. Wir sagen mal, er wird es besser wissen als jeder andere Gelehrte, egal wem die Sache zugeschrieben wird. Aber das ist eben das Verständnis von den Sahaba, was der Prophet gesagt hat. Ja? Weil wenn jemand sagt, ja, es gibt neue Sachen, die gut sind und neue Sachen, die schlecht sind und so, dann ist es so, als hätte man gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hätte vergessen, etwas zu offenbaren. Ja? Oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam hätte vergessen, etwas mitzuteilen. Denn was der Prophet gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, ist auf jeden Fall, sind wir uns ja einig, ist das Allerbeste, richtig? Das Allerbeste, was der Prophet gemacht hat. Kann jemand besser werden als er? Nein. Okay. Also mach doch genau wie er, dann bist du der Beste. Also wenn du was anderes machst, kann es nicht besser werden, oder?
Also es geht nicht, ja, auch vom logischen Standpunkt nicht, ja. Also diese zwei Hadithe, erstens die Absicht und zweitens die Tat muss eine Tat sein gemäß der Sunna. Ja. Gut, nachdem Allah sagte, der soll Gutes tun und seinen Herrn in keinen Gottesdienst zum Teilhaber machen. Das bedeutet also, dass auch Ar-Riya dabei ist. Ar-Riya, die Augendienerei, dass du etwas machst, um gesehen zu werden von anderen Leuten, ist ein Teil des Schirk, eine Form von Schirk. Und Allah sagte, keine Form des Schirk darf man begehen. Insofern ist sie, also ist das also eindeutig hier dabei. Kommen wir zu einem Hadith, den der Autor jetzt erwähnt. Seht ihr, der Autor hat einen Titel erwähnt. Er sagte, es geht um Ar-Riya. Und dann hat er jetzt einen Vers erwähnt aus dem Koran. Und jetzt erwähnt er einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Überliefert von Abu Huraira radiallahu anhu arda. Und er schreibt den Hadith dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte: Qala Allahu ta'ala, ana أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah, der Erhabene, hat gesagt. Und wir haben schon mal ausführlich, Alhamdulillah, über Hadith Qudsi gesprochen, sodass wir nicht nochmal darüber sprechen müssen. Auf jeden Fall ist es eine Aussage Allahs, die in einem Hadith überliefert ist und nicht eben im Koran, auf die Art und Weise, ansonsten über Schirk, der Koran, die Hauptbotschaft ist der Tawhid, ja, und das ist ja ganz klar. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Allah der Habne sagte, ich bin von all denjenigen, die zu Teilhabern gemacht werden, derjenige, der den Schirk am wenigsten braucht. Wer eine Tat verrichtet und dabei mich zum Teilhaber mit anderen macht, so werde ich sowohl ihn als auch seinen Schirk verlassen. Ja? Also noch einmal, ich bin derjenige von allen, die zu Teilhabern gemacht werden, in irgendwelchen Gottesdiensten. Allah ist nicht der Einzige, der leider angebetet wird, sondern anderen. Aber von diesen allen, die man gleichzeitig anbetet, die eine Person betet 10 an, unter anderem Allah, wie die Muschrikin gemacht haben damals. Aber Allah ist von diesen 10, die angebetet werden, derjenige, der diesen Schirk am wenigsten braucht. Ja? Stellt euch vor, damals gab es noch diese Pharaonen, ja? Und die waren natürlich Muschrikin, zweifellos, ja? Besonders der Pharaon von Musas Zeit, der war einer der größten Muschrikin, weil er hat er selbst behauptet, Gott zu sein, ja? Das heißt, er hat Gott, die Göttlichkeit streitig gemacht, wollte Teilhaber mit Gott werden der Göttlichkeit. Das ist natürlich eine große Form von Schirk. Auf jeden Fall, die Leute damals haben dann den Pharaon angebetet und mit Sicherheit noch ein paar andere Leute, besonders seine Untertanen, also die für ihn gearbeitet haben. Aber diese Leute haben alle was davon. Klar, jeder hat was davon. Weil die haben zumindest davon, dass die Leute, das einfach dumme Volk, auf sie hört. Ja? Oder ihnen Geld gibt. Davon haben sie ja gelebt. Das ist ja eine der wichtigsten Sachen, warum die gerne also hohe Ämter gehabt haben. Das heißt, die haben finanziell profitiert, und von der Macht her profitiert, dass die Leute sie angebetet haben. Ja? So, das heißt, die haben alle was davon. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, was hat Allah subhanahu wa ta'ala von unserem Gottesdienst? Gar nichts. Das heißt, selbst wenn du ihn nur für ihn alleine machst, hat er gar nichts davon, Allah subhanahu wa ta'ala. Gar nichts, nur wir. Deswegen erst recht, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala auch nur noch einen Teil vom Gottesdienst gibst, hat er noch weniger davon, also er hat noch weniger als nichts, gibt es nicht. Ja? Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich bin derjenige von allen, die zu Teilhabern gemacht werden, derjenige, der den Schirk am wenigsten braucht. Also deswegen, das lohnt sich nicht. Ja? Wer eine Tat verrichtet und dabei mich zum Teilhaber macht mit anderen, dann werde ich sowohl ihn verlassen, und als auch die Tat, die er begangen hat. Ja? Falls jemand den arabischen Wortlaut mitgehört, taraktuhu wa shirkahu, ash-shirk hier ist gemeint die Tat, und das habe ich jetzt im Deutschen direkt so übersetzt. Ja? Warum ist es wichtig, dass man sagt, der Schirk hier ist gemeint die Tat? Das heißt, Allah verlässt lässt außer Acht, ja? diese Person und den Schirk. Damit ist die Tat gemeint und nicht etwa die andere Person, die zum Teilhaber gemacht worden ist neben Allah. Denn ihr wisst,
Leider werden bestimmte Menschen zum Teilhaber gemacht, neben Allah, die gute Menschen sind und rechtschaffene Menschen sind, wie die Propheten, wie manche rechtschaffene Menschen, ja, und rechtschaffene Menschen sind, wie die Propheten, wie manche rechtschaffene Menschen, ja, diese, also zum Beispiel, nicht jede Totenverehrung, die leider gemacht wird bei manchen Leuten, bedeutet, dass derjenige, der in diesem Grab wohnt, selbst so ein schlimmer Mensch war, wie die Leute, was sie mit ihm gemacht haben, ja, sondern es kann genauso gut bedeuten, dass die Leute im Nachhinein mit ihm das falsch gemacht haben. Bestes Beispiel dafür ist, nicht für jetzt die Toten unbedingt, aber eben Isa ibn Maryam a.s. ist das beste Beispiel dafür, dass die Leute genau das Gegenteil gemacht haben von dem, was er von den Leuten verlangt hat. Er verlangt von den Leuten Tawhid und sie haben nicht nur Schirk gemacht, sondern sie haben ihn sogar gleich zu Gott gemacht. Okay? Also falscher kann man die Botschaft eigentlich nicht verstehen. Ja. Gut. So. Nochmal zum Verständnis, wir haben darüber schon mal gesprochen, aber ihr kennt ja, Allah sagt, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin, also und erinnere, denn die Erinnerung hilft den Gläubigen. Und wenn wir etwas erwähnen, liebe Geschwister, was wir schon mal erwähnt haben, dann ist das entweder eine neue Information für Leute, die es zum ersten Mal hören, oder eben eine Festigung, Erinnerung und ein Gewinn an Iman für Dinge, die es schon wissen. Und zwar, der Schirk, das Problem dabei ist, es ist einfach die größte Ungerechtigkeit, die man sich vorstellen kann. Und deswegen sagte Luqman zu seinem Sohn, Inna shirka la dhulmun azim, wahrlich, die Beigesellung, der Schirk, der Polytheismus, die Vielgötterei ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der dich erschaffen hat, der dich versorgt, der dir alles gegeben hat, was du besitzt, der dir sogar die Möglichkeit gegeben hat, zu sprechen, zu beten und so weiter. Und dann wendest du all dies an für jemanden anderes, der keinen Anteil an der Schöpfung hat und keinen Anteil hat an diesen ganzen Gunsterweisungen von Allah, das ist die größte Ungerechtigkeit. Ja? Nicht mal, sogar ein Mensch akzeptiert nicht mal mit seinem wenigen Stolz, den der Mensch hat, akzeptiert nicht, dass du jemandem etwas Gutes tust und dann dankt dir jemand anderes dafür. Ja? Ich hoffe, du gibst jemandem etwas und dann sagt er zu deinem Nachbarn vielen Dank. Also so dumm es sich anhört, aber so dumm ist es. Ja? Und das machen die Menschen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist deswegen die größte Ungerechtigkeit, die man sich überhaupt vorstellen kann. Aus diesem Hadith lernen wir viele Dinge, aber zusammengefasst, das Wichtigste, die Tat ist ungültig von solch einer Person, wird von Allah nicht akzeptiert. Wir haben daraus gelernt, dass Er-Riya haram ist, logischerweise, weil es eben eine Form von Schirk ist. Wir haben auch gelernt, dass aus diesem Hadith, dass Allah subhanahu wa ta'ala Taten begeht. Ja, es gibt Taten Allahs, wir haben über die Eigenschaften Allahs gesprochen und diese Tat, die Allah subhanahu wa ta'ala hier erwähnt hat, taraktuhu, den unterlasse ich, den verlasse ich, das ist eine Tat, das ist eine Eigenschaft seiner Taten. Ja? Das sind Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, die unzählbar sind und diese gehören zu ihnen. Und eben wie gesagt, zur Aqidah von Ahl Sunnah al-Jama'a gehört es, dass wir an das, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat, so glauben, wie Allah es gesagt hat, ohne dass wir diese Worte uminterpretieren, ohne dass wir diese Worte leugnen, ohne dass wir sie vergleichen mit den Menschen. Allah ist anders als die Menschen. Ja? Und ohne dass wir hinterfragen, wie macht Allah subhanahu wa ta'ala das? Das alles wissen wir nicht, denn Allah subhanahu wa ta'ala, nichts ist ihm gleich und er ist trotzdem der Allhörende und der Allsehende. Ja? Der Autor erwähnt jetzt einen weiteren Hadith, und zwar von Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu. Abu Sa'id al-Khudri ist einer von den sieben Sahaba, die der bekannt geworden sind dafür, dass sie viele Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert haben. Ja? Und zwar sagt er, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-Masih ad-Dajjal. Qalu bala, qala ash-shirku al-khafi. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. Und zwar sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, soll ich euch mitteilen, warum ich mir euch wegen mehr Sorgen mache oder weshalb ich mehr Angst habe als vor, also euch wegen, ja, weswegen ich mehr Angst habe euretwegen noch mehr als vor dem falschen Messias, vor dem lügenden Messias. Ja? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich Sorgen gemacht um seine Umma.
weil die schlimmste und gewaltigste Verführung, Fitna, Versuchung, Versuchung, was ist Verführung? Verführung von was zu was? Verführung vom Islam zum Kufr. Ja? Die größte Verführung, die es überhaupt gegeben hat oder geben wird, ist eben die Verführung von Al-Masih al-Dajjal, dem Lügenden, dem Verrückten, dem lügnerischen Messias. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte aber, es gibt eine Sache, da mache ich mir noch mehr Sorgen wegen euch. Und zwar und dann sagte er, soll ich euch das mitteilen? Sagten sie, jawohl. Dann sagte er, Al-Shirkul Khafi, und zwar der versteckte Schirk oder der verborgene Schirk oder der heimliche Schirk. Und dann sagte er, was das bedeutet, was ein versteckter, heimlicher Schirk. Sagte er, dass jemand betet und dabei sein Gebet schön macht, weil jemand ihn sieht. Und dieser Hadith ist bei Ahmed bin Majah und der Hadith ist sahih. Und das ist das Beispiel, was die Gelehrten was am meisten bringen, und weil das auch, liebe Geschwister, das Gebet ist derjenige Gottesdienst, den wir fünfmal pro Tag mindestens verrichten. Die normalen Muslime beten nicht nur fünfmal pro Tag, Alhamdulillah, sondern vorher, nachher, Sunnah und was nicht, was alles gibt. Ja? Also Alhamdulillah, deswegen ist es praktisch das beste Beispiel, damit man daran erinnert wird, jeden Tag, dass man seine Absicht reinhält, also für Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser auf Arabisch heißt Al-Masih Ad-Dajjal. Ja? Masih gibt es mehr als eine Ansicht darüber, was es bedeutet, aber unter anderem bedeutet es das gleiche wie bei dem Messias selbst, der Gesalbte, ja? Der Gesegnete. Und eine andere Bedeutung ist hier nicht gesegnet, sondern von gewischt, weggewischt. Als hätte man sein Auge weggewischt. Ja? Weil der Messias, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ist am rechten Auge blind. Der falsche Messias. Ja? Messias Dajjal. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yakhfa alaykum. Innahu laysa bi'a'war. Wa inna Dajjala a'waru al-'ayn al-yumna. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Sahaba gesprochen hat darüber, dass sie ihren Herrn sehen werden, dass die Gläubigen ihren Herrn sehen werden, sagte er zu ihnen, wahrlich, Allah wird euch schon nicht unkenntlich bleiben. Das heißt, ihr werdet Allah schon sehr deutlich erkennen, wenn ihr ihn seht. Innahu laysa bi'a'war. Allah ist nicht am rechten Auge blind. Wa inna ad-dajjala a'war. Aber der Messias, der falsche Messias, der Lügner, ja, der ist am rechten Auge blind. Ja. Und Ad-Dajjal, wie wir wissen, ist einer der Söhne Adams, den Allah subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, als große Versuchung für die Menschen hervorbringen wird, zu den Menschen. Und das natürlich gemäß Allahs Weisheit. Ja? Weil Allah subhanahu wa ta'ala genauso, wie er alles erschaffen hat. Allah sagte, min sharri ma khalaq. Ja? Das heißt, jedes Mal, wenn wir die Sura lesen, sagen wir, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir, Schutz bei dir. Bitte, du musst vorstellen, Zuflucht suchen, es ist so viel wie, du bist am Sterben, und du willst gerettet werden, und suchst jetzt jemanden, der dir hilft, der dir Unterschlupf gewährt. Ja? Ich suche Zuflucht bei dir, O Allah, vor dem Übel, das er erschaffen hat, was Allah erschaffen hat. Ja? Und deswegen glauben wir, Allah hat alles erschaffen. Das Gute und das Schlechte. Nur das Schlechte, ja, gehört auch zu Allahs Weisheit und ist eigentlich an sich gut, wenn man es nur richtig umsetzt. Ja? Weil man wird ja durch das Schlechte und das Gute geprüft. Wenn man dem Schlechten aus dem Weg geht, was für ein Gut, das Schlechte. Also das, diese Armut, die du vielleicht an sich Armut, das, keiner würde sagen, Armut was Gutes ist. Ja? Aber wenn zu dir Armut kommt, du bist geduldig, ja, dann wirst du 500 Jahre vor den erreichten Menschen ins Paradies gehen dürfen, Yawm al-Qiyamah. Und das lohnt sich, mit Sicherheit. Okay? Also insofern, also ich denke, das ist klar. Ja? Auch dieser Messias, wie gesagt, ist an sich ein Übel und eine große Verführung, aber diejenigen, die bestehen, und das zu bestehen ist auch relativ einfach, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns schon über ihn Auskunft gegeben, im Gegensatz zu den Propheten vor. Alle Propheten haben ihre Umma gewarnt vor dem Messias Dajjal, aber wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich bin jetzt nun der letzte der Propheten, also muss er unter euch auftauchen. Ja?
Und da hat man ihn beschrieben und deswegen erkennst du ihn. Ja? Und wenn da jemand also kommt mit einem blinden rechten Auge und es vollbringt im wahrsten Sinne des Wortes Wunder, die ein Mensch normalerweise nicht tun kann, eben mit Allahs Erlaubnis, und dann irgendwann mal behauptet er erstmal rechtschaffen zu sein, dann irgendein Prophet steigt er auf und dann behauptet irgendwann mal Gott zu sein. Ja? Dann merkst du, die Tendenz ist steigend. Also da ist was falsch an dir. Da ist irgendwas stimmt nicht. Ja. Die Hadithe Ibn Hajjaj sind vielfach uns überliefert worden und bekannt geworden. Und das Problem ist nur, dass manche Leute einen schwachen Iman haben, einen schwachen Glauben haben. Und deswegen lesen sie Sachen wie, dass der Messias Dajjal dem Himmel anordnet zu regnen, dann regnet es und sagen sie, ach, das kann doch gar nicht sein. Oder sie lesen zum Beispiel, dass ein Tag, wissen wir, wird der erste Tag des Messias wird so lange andauern wie ein Jahr, dann der zweite wie ein Monat, der dritte wie eine Woche, der vierte wie ein Freitag und dann die letzten Tage werden so sein wie normale Tage. Ja? Manche Leute sagen, es kann doch gar nicht sein, die Sonne hat doch einen bestimmten Rhythmus, den sie läuft, der kann sich plötzlich nicht ändern und das alles gehört zum schwachen Glauben. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der für einen Propheten, wie wir im Tafsir durchgenommen haben, die Sonne einmal hat angehalten lassen, damit die Bani Israel ihren Dschihad zu Ende führen können, weil wenn die Sonne untergegangen wäre, wäre es Samstag geworden und am Samstag dürften sie keinen Dschihad machen. Ja? Und die, wir wissen auch im authentischen Hadith, dass die Sonne erbittet bei Allah, bittet Allah subhanahu wa ta'ala immer um Erlaubnis, jeden Tag nochmal neu aufgehen zu dürfen. Ja? Insofern, Allah, derjenige, der ihr diese Laufbahn gegeben hat, kann ihr eine andere Laufbahn geben, wie eben am Ende der Zeit, wenn die Sonne im Westen aufgehen wird. Und es ist einfach so, wie Allah sagte, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Sie haben Allah nicht so eingeschätzt, wie es ihm gebührt. Und der gläubige Mensch muss einfach an das glauben, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, so wie er es gesagt hat, ohne zu sagen, irgendein dummes Zeug zu sprechen, wie manche Leute und sagen, der Messias Dajjal, das ist doch bestimmt heutzutage der Fernseher oder so ein Blödsinn. Ja? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn deutlich beschrieben. Der Messias Dajjal wurde sogar von Tamim ad-Dari radiallahu anhu gesehen. Insofern, die Geschichte sagt, es ist nicht ein Fernseher und nicht irgendwas anderes, sondern es ist ein richtiger Mensch, den man also mit eigenen zwei Augen sehen kann. Ja? Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Augendienerei, diesen Riya, als kleinen, als verborgenen Schirk bezeichnet? Heimlichen Schirk, versteckten Schirk. Ganz einfach, weil es sich im Herzen abspielt. Ja? Weil es sich im Herzen abspielt und im Gegensatz dazu, offensichtlicher Schirk hat nichts mit klein und groß zu tun. Ja? Also wenn jemand, das ist ein Salah verrichtet für jemand anderes, das ist ein großer Schirk. Ja? Aber es geht nur darum, warum es verborgen ist und anderes offensichtlich. Offensichtlich ist wie zum Beispiel das Schwören bei jemand anderes außer Allah. Bis heutzutage gibt es immer noch Menschen, die schwören bei jemand anders außer Allah. Ja? Schwören beim Propheten, weil sie so dumme Filme gesehen haben, schwören sie sogar auch beim Bart des Propheten oder sowas. Ja? All dies ist, das ist eine Form des Schirk. Und der Prophet sagte, wer bei jemandem anderes schwört außer bei Allah, der hat Kufr oder Schirk begangen. Liebe Geschwister, dann machen wir hier Pause. Das ist die erste Hälfte. Möge Allah segnen. Die zweite Hälfte ist übrigens kürzer. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Das zweite Kapitel heute, liebe Geschwister, lautet Babun min ash-shirki iradatul insani bi'amalihi ad-dunya. Zum Schirk gehört es, dass der Mensch das diesseits mit seiner Tat begehrt oder anstrebt. Zum Schirk gehört, dass der Mensch durch seine Taten das diesseits anstrebt. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, ist das nicht etwa das Gleiche wie das Kapitel, was wir uns gerade eben angehört haben? Da ging es um Augendienerei. Wir sagen, es ist fast das Gleiche. Ja? Und das ist auch eine Ansicht, manche sagen, der Autor hat das, aber das ist eher unwahrscheinlich. Sondern beim ersten ging es mehr darum, dass man gesehen werden will und von den Leuten gelobt werden will. Aber beim zweiten geht es eher darum, dass man etwas im Diesseits erreichen will, wie zum Beispiel Geld oder irgendeinen Status oder sogar Gesundheit. Ja?
oder irgendwas für seine Familie bekommen möchte, dadurch, dass man eine bestimmte Ibadah verrichtet und vergisst dabei Al-Akhirah, vergisst dabei das Jenseits. Beispiel dafür, jemand macht dabei das Jenseits. Beispiel dafür, jemand macht Adhan, jemand ist Muadhin, weil er dadurch Geld bekommen möchte. Weil es gibt einen, zum Beispiel, manche Muadhins kriegen für ihren Adhan Lohn, ja, und diese Person macht das zum Beispiel nur, damit er diesen Lohn bekommt. Und nicht für Allah. Ja. Aber noch einmal, das haben wir schon mal besprochen, inshallah, das Geld nehmen für islamisches Unterrichten ist nach der richtigeren Ansicht halal, alhamdulillah. Ja. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst hat Abu Mahdura, nachdem er den Adhan gemacht hat, hat ihm einen Sack mit Silber gegeben als Geschenk. Okay? Und das ist ein starker Beweis, weil er es selbst gemacht hat und vieles weist darauf hin. Obwohl es besser ist und vollkommener ist und sicherer ist, dass man natürlich für, egal was man islamisch macht, eben nichts nimmt. Ja? Das ist logisch. Ja? Ein zweites Beispiel dafür ist, dass man eben, wie gesagt, einen bestimmten Status erreichen möchte, indem man zum Beispiel den Islam lernt an einer Universität, um dadurch eigentlich ein Zeugnis zu bekommen. Ja. Ein drittes Beispiel ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, ja, um dadurch von Allah subhanahu wa ta'ala geschützt zu werden im Diesseits. Ja. Du kannst doch im Gebet sagen, du machst Dua und sagst, oh Allah, ich wünsche, bitte gib mir ein Haus. Oder gib mir eine rechtschaffene Frau. All dies, du machst durch deine Ibadah, was willst du haben? Etwas für Dunya, richtig? Ja, okay. Wir reden nicht über das Urteil jetzt. Wir reden nicht über das Verboten der Halal. Aber es ist nur ein Beispiel dafür, dass man durch seine Absicht auch was Diesseitliches bekommen hat. Bekommen, wer es kann. Ja. Und darüber reden wir aber jetzt gleich. Ja? Dafür gibt es also, die Geschwister, viele Beispiele und das waren einige aufgelistet. Das gleiche gilt also, wie gesagt, für Leute, die den Islam studieren, aber eigentlich dadurch nicht Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellen wollen, sondern ein Diplom haben wollen. Am Ende dadurch Geld verdienen möchten und so weiter und so fort. Und deswegen sagen wir ihnen, wenn jemand so etwas studiert, dann sagen wir ihm, ändere deine Absicht so, dass du durch dieses Zeugnis, was du bekommst, den Leuten helfen möchtest. Denn darum geht es ja. Auch wenn du unterrichtest an einer Schule oder auch wieder als einer Universität oder sonst wo, du wirst den Leuten dadurch helfen, am besten helfen, indem du dir ihre Religion beibringst. Ja. Denn heutzutage, wisst ihr, liebe Geschwister, die meisten Arbeiten, die man, also das heißt die meisten, also viele Arbeiten, die man verrichtet, als Lehrer und so alle, sind aufgebaut darauf, ob du ein Zeugnis hast oder kein Zeugnis hast. Ja. Also wenn wir den Leuten sagen würden, ihr dürft nach kein Zeugnis mehr streben, dann würden wir keine Leute mehr finden, die uns unsere Religion beibringen und lehren. Ja. Und das ist auch übrigens die Begründung für manche Gelehrte gewesen, die gesagt haben, wir müssen Lehrer, die Koran unterrichten zum Beispiel, oder egal was Religion, Imam einer Moschee oder sowas, müssen Gehälter bekommen, sagen manche Gelehrte, weil wenn das nicht der Fall wäre, gäbe es keine. Ja? Und stellt euch vor, wie viele Imame es hier zum Beispiel hier in Deutschland noch gäbe, wenn diese Imame die Gehälter bekommen, keine bekommen würden. Ja? Dann wären einige Moscheen leer. Und das wäre für die Muslime mit Sicherheit ein großer Schaden. Wenn nicht ein sehr großer Schaden, weil eine Moschee ohne Führung ist eine, also wirklich eine Katastrophe. Wie gesagt, eins von den Beispielen, das wir erwähnt haben, ist das folgende. Man macht eine Ibadah und möchte dadurch etwas bekommen von Ad-Dunya. Diese Sache hat mit Schirk nichts zu tun. Wenn sie folgendermaßen aussieht. Und also, dass man praktisch, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es wäre schon ein Beweis, ja, لِيَسْأَلَ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَتَّى شِرَاكَنَ عَلِهِ.
ihr sollt, also sinngemäß, ihr sollt alles euren Herrn erbitten. Ihr sollt alles von eurem Herrn erbitten, sogar Schnürsenkel von euren Schuhen. Alles soll man von Allah erbitten. Ja. Und der Beweis dafür aus dem Koran ist die Aussage Allahs, Surat At-Talaq. In Surat At-Talaq, im zweiten und dritten Vers, sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah sagte über Leute, die sich in einer schlechten Lage befinden, in einer Notlage befinden, er sagte, wer Allah fürchtet, dem macht er einen Ausweg. Und den wird er versorgen, von wannen er nicht damit rechnet. Den wird er versorgen, von wo er nicht damit rechnet. Und Allah hat uns sogar die Möglichkeit gegeben. Du sollst, wenn du ein Problem hast, gottesfürchtig sein und Allah fürchten und trotzdem nichts haram machen. Und dadurch wird Allah dir in diesem Leben einen Ausweg verschaffen und dir Rizq geben. Das heißt, eindeutig, du bekommst etwas im Diesseits. Und das ist nicht dein Ziel, hauptsächlich das Jenseits. Die Ibadah ist aber für Allah. Die Ibadah, der Dua ist für Allah. Und das sich fürchten. Und das heißt, eigentlich, du gehst dem Haram aus dem Weg, damit dir nicht etwas Schlechtes passiert. Ja? Aber du machst es gemäß dem Befehl Allahs. Und in Wirklichkeit machst du es wegen Allahs. Ja? Und deswegen ist es also keine Form des Schirk, überhaupt keine Form. Natürlich ist die Absicht nicht mehr so wunderbar und das ist auch nicht der Sinn. Der Sinn ist nicht, dass man in Arafat steht und bittet, oh Allah, gib mir ein Haus, bitte gib mir eine Kleidung, bitte gib mir das, sondern man geht dorthin hauptsächlich, um zurückzukehren wie an den Tag, an dem man von seiner eigenen Mutter geboren wurde, also sündenfrei. Und das ist der Hauptgrund, warum man die Hajj vollzieht. Ja? Oder jede andere Ibadah. Manche Leute, wenn sie über Ibadat sprechen, über das Gebet zum Beispiel, oder das Fasten besonders, dann sagen sie, ja, dieses Gebet, das ist wie eine Art Sport und hilft auch den Nerven und ist gut für die Durchblutung des Hirns, wenn man lange Sujud macht und viele, viele andere Sachen, Vorteile. Und inshallah, wir leugnen nicht, dass es solche Vorteile geben kann. Aber wir wissen natürlich alle, dass das nicht der Sinn ist, warum wir diese Ibadat verrichten. Und deswegen, als Allah subhanahu wa ta'ala im Koran vom Salah gesprochen hat, hat er gesagt, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Er sagte, das Gebet ist nicht etwa gut für euren Körper, sondern er sagte, also indirekt schon, er sagte, das hält ab von Abscheulichkeiten und Schändlichkeiten. Ja? Von allen Abscheulichkeiten, Fahsha, wie Zina zum Beispiel, und Munkar, alle Arten von schlechten Sachen. Ja? Das ist das Sinn des Gebetes. Und als Allah subhanahu wa ta'ala vom Fasten gesprochen hat, hat er nicht gesagt, fastet, damit ihr Diät macht, damit ihr dünner werdet. Ja? Sondern fastet, was? Damit ihr spürt, wie die Armen leben? Auch nicht. Fastet, damit ihr gottesfürchtig werden möget. La'allakum tattaqun, auf dass ihr Taqwa bekommt. Ja? Also wie gesagt, das ist der Sinn dieser Ibadat. Aber manche Leute, sie überzeugt auch die anderen Argumente. Und deswegen, wie der Gelehrte sagt, am besten, man verwendet die Argumente, die andere am besten überzeugen. Also wenn jemand nicht beten will, dann natürlich versuchst du irgendwas zu machen, dass er betet. Ja? Wenn er nicht beten will, weil er Taqwa bekommt oder so, aber Fasten, dann soll er eben Hauptsache für Allah machen, weil eben auch andere viele Vorteile darin sieht. Weil er zum Beispiel erkennt, nicht wegen, er soll nicht fasten wegen Diät, auf keinen Fall, das bringt gar nichts. Ja? Sondern er soll zum Beispiel fasten, weil er weiß, dass Allah es Pflicht gemacht hat. Er macht es für Allah, ja? Und er glaubt daran, dass zu den Weisheiten gehört eben, warum Allah es offenbart hat und das Pflicht gemacht hat, weil es eben Vorteile für den Körper hat und so weiter und so fort. Ja? Da hat er es immer noch für Allah gemacht und seine Vorteile behält er, inshallah, sowieso. Der Autor erwähnt eine Ayah aus dem Koran, sagt, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Wer das diesseitige Leben sich wünscht und dessen Schmuck, dem wollen wir von seinen Werken nichts verloren gehen lassen. Oder dem wollen wir seine Werke vollkommen auszahlen. Dem wollen wir seine Werke vollkommen belohnen. Also für alles, was er getan hat, wenn jemand nur Dunya will,
sagt Allah. Wenn jemand nur Dunya will und den Schmuck des Diesseits, alles was schön im Diesseits gibt, Allah wird ihm seine Belohnung vollkommen geben, aber im Diesseits, sagt er. Fiha, hierin, im Diesseits, wird er sie vollkommen bekommen. Warum fiha la yubkhasun, und sie sollen auf Erden kein Unrecht erleiden. Ja, weil Allah subhanahu wa ta'ala behandelt niemanden ungerecht. Ja, und also diese Aya, wie sie klar darauf hinweist, ist auch kein, handelt auch vom gleichen Thema. Ja, das war, dass man mit seinen Taten das Diesseits nur haben will. Und Allah gibt einem das Diesseits und behandelt einen nicht ungerecht. Nur wenn du Yawm al-Qiyamah kommst und sagst, du möchtest deine Belohnung haben für deine Taten, sagt er, ich habe die doch schon gegeben. Ja. Warum willst du sie zweimal bekommen? Ja. Das ist der Unterschied zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen. Als Abu Bakr, als Umar radiallahu anhu den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, wie er auf seinem Bett lag, aber schon Abdrücke von dieser Matratze, auf der er lag, auf seinem Körper sichtbar waren, dann hat er angefangen zu weinen, der Umar radiallahu anhu. Dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ma yubkik, was hat dich zum Weinen gebracht? Dann sagt er, ja Rasulallah, Kisra wa Qaisar, ya'ishani fima ya'ishani fihi min na'imin, wa anta ala hadhi al-hal. Dann sagt er, o Gesandte Allahs, der Kosrau, Kisra, das ist dieser persische Herrscher, und Qaisar, der Kaiser, das ist der römische, Kisra und Qaisar, die leben in Wonne und du lebst in diesem schlimmen Zustand. Ja? Die leben in Wonne, also auf Kissen und weiß nicht was, und du lebst auf einer Matratze, schläfst du, sodass Abdrücke sogar hängen bleiben. Eine Sache, ich bin sicher, die meisten von uns, Alhamdulillah, haben die Sache also nicht erlebt. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ulaika qawmun ujjilat lahum tayyibatuhum. Er sagte, jene sind Menschen, die ihre guten Taten schon frühzeitig erhalten haben. Ja? Die sind diejenigen, die praktisch die Belohnung ihrer guten Taten schon frühzeitig erhalten haben. Also im Diesseits. Ja? Dieser Hadith ist bei Bukhari. Und dies war in Wirklichkeit schlecht für sie, weil sie die Belohnung schon im Diesseits erhalten haben. Besser für sie wäre es gewesen, wenn sie ihre Lohnung erst im Jenseits erhalten hätten. Allah sagte über sie, in diesem gleichen Aya, Ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Über solche Leute, die sowas tun, jene sind diejenigen, die im Jenseits nur das Feuer erhalten werden. Und dann sagt er, وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا, und alles, was sie darin errichtet haben in diesem Leben, alles, was sie errichtet haben, ist vergangen oder wird vergehen. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, und alles, was sie an Taten verrichtet haben, wird ungültig sein. Und diese Aya, liebe Geschwister, nach der richtigeren Ansicht, gilt aber nicht für die Leute, die Riya machen. Und deswegen ist dieser Vers nicht ideal in diesem Fall angebracht, als Beweis zu verwenden, auch wenn es natürlich Überschneidungen gibt. Aber weil Allah danach gesagt hat, das sind jene, die im Jenseits nur das Feuer bekommen werden und deren Sachen, die sie recht haben, diesseits vergangen sein werden und die ihre Taten werden ungültig sein, beweist das was? Das weist darauf hin, dass damit die Kuffar gemeint sind. Und jemand, der Riya verrichtet, den kleinen Schirk, ist nicht aus dem Islam draußen, sondern da hat die größte der größten Sünden begangen, die einen nicht aus dem Islam auswirft. Ihr wisst, es gibt kleine Sünden, es gibt große Sünden, und von diesen großen Sünden, die nicht zum Kuffar führen, ist der kleine Schirk die größten der großen Sünden. Und jetzt sind wir, alhamdulillah, schon fast zu Ende. Noch einen kleinen Hadith. Und zwar sagte Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Ta'isa abdu dinar, Ta'isa abdu dirham, Ta'isa abdu al-khamisa, Ta'isa abdu al-khamila. Und zwar sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, möge der Diener, möge der Sklave des Dinar untergehen. Möge der Sklave des Dirham untergehen. Möge der Sklave des Khamisa, Khamisa ist ein schönes Kleid, untergehen. Möge der Diener von Al-Khamila, Al-Khamila ist eine weiche, wollige, mollige Decke, untergehen.
in u'tiya radi wa illam yu'ta sakhat. Wenn ihm etwas gegeben wird, dann ist er zufrieden, und wenn etwas nicht gegeben wird, wird er zornig. Ta'isa wa takas wa idha shika falan taqash. Er sagte, möge er untergehen, ja, und möge nichts so laufen, wie er sich wünscht. Sogar wenn ihm ein Dorn trifft, ist er nicht mal imstande, ihn zu beseitigen. Und nach einer anderen Übersetzung ist es ein Dua gegen ihn. Möge ihn, selbst wenn ihn ein Dorn trifft, er nicht mehr dazu fähig sein, ihn zu beseitigen. Ja? Und dieser Hadith, liebe Geschwister, Allah bezeichnet diejenigen, die das ist die Hälfte des Hadiths, geht gleich weiter, aber wir können jetzt schon darüber reden. Und zwar jemand, der nur dem Dunya hinterher rennt, nur dem Diesseits hinterher rennt. Hier heißt es eben Dinar und Dirham, weil das die Währung damals war. Und der Dinar, das war die Währung, die sie hatten. Das war sozusagen wie der Euro, aber es waren Goldstücke. Und der Dirham, das war wie die Cent, es waren Silberstücke nach bestimmtem Maß und Gewicht. Jemand, der nur diesen Sachen hinterher rennt oder einen angenehmen Diesseits wie schöne Kleidung und angenehme Sachen, auf denen er schläft und so, dann ist er ein Diener vom Diesseits und nicht ein Diener von Allah. Und wenn ihm gegeben wird, er zufrieden. Wenn Allah ihm etwas gibt, dann sagt er, Alhamdulillah, ich bin zufrieden, Allah liebt mich. Aber wenn Allah ihm nichts gibt, dann sagt er zum Beispiel Dinge wie, warum hat Allah mir nicht gegeben, hat anderen was gegeben? Das ist eine Form von Unzufriedenheit mit Allahs Bestimmung und ein schweres Vergehen. Ja? Aber der Prophet sagt, er macht Dua gegen ihn und sagt ihm, möge er untergehen, möge nichts so geschehen, wie er es sich wünscht, nicht so laufen, wie er es sich wünscht, und möge er, sogar wenn er von einem Dorn getroffen wird, nicht imstande sein, ihn zu beseitigen. Und insofern hat der Professor Dua gegen ihn gemacht. Und dann sagte der Gesandte Allah, das andere gegenteilige Bild, sagte, Tuba li'abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah ash'atha ra'suhu mughabbaratan qadamah in kana fil hirasa kana fil hirasa wa in kana fil saqah kana fil saqah in ista'dhan lam yu'dhan lah wa in shafa' lam yushafa'. Er sagt, er, und wie gut geht es jemandem, einem Diener, der sich an den Zügeln seines Pferdes fi sabilillah festhält. Tuba kann bedeuten, wie gut geht es jemandem, also so ein Ausdruck der Verwunderung. Tuba kann sagen, auch manchmal ist ein Baumparadies, das heißt, möge Allah in diesen Baumparadies geben. Einem Diener, der was macht, er ist nicht Diener vom Dinar und Dirham, sondern er hält die Zügel seines Pferdes fi sabilillah im Dschihad fest. Ash'atha ra'suhu, seine Haare sind schon vollkommen durcheinander und ungepflegt. Mughabbaratan qadama, seine Füße sind verstaubt, eingestaubt. In kana fil hirasa, kana fil hirasa. Wenn er eingesetzt wird, um Wache zu halten, Ausschau zu halten, dann ist er dort. Und in kana fil saqa, di kana fil saqa. Und wenn er eingesetzt wird, hinten in der Armee, ist er eben hinten. In ista'dhan, also er ist eben genau da, wo er eingesetzt, egal, er ist zufrieden mit allem, was der Führer ihm sagt. Hauptsache er ist fi sabilillah im Jihad für Allah. In ista'dhan lam yu'dhan lah. Wenn er um Erlaubnis bittet, wird ihm nicht erlaubt. Dies ist ein Ausdruck dafür, dass er gesellschaftlich gesehen, hierarchisch gesehen, der Gesellschaft ganz unten ist. Aber bei Allah ist er ganz oben. Das ist eben die Sache. Er macht das, was sein Führer ihm sagt, für Allah subhanahu wa ta'ala, und ihm ist das diesseits ihm nicht wichtig. Und wenn er mal ein gutes Wort einlegen will für jemand anderes, wird das auch nicht gehört. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala gehört er eben zu den angesehensten Menschen. Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.